Und zurück zu Uncharted 4. Und weiter geht's. Den 12. Piraten müssen wir noch irgendwie finden. Weil hier sind jetzt nach diesem Rätsel sind jetzt bloß 11 erschienen. Und es hieß ja, es sind 12 Piraten. Ich denke mal, hier ist eine Tür aufgegangen. Das wird jetzt irgendwo dahinter sein. Das wird praktisch der Piratenboss sein. Mal sehen. Okay, tun wir mal den Hebel betätigen. Das ist echt geil gemacht mit den Rätseln. Heilige Scheiße. Da ist eine fehlende Avery-Statue. Ah, das war der Anfang, da wo wir langsam unser Freund waren. Die Luke gefunden haben. Ach echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Dann können wir gleich ins Wasser springen. Dann sollen sie da runterseilen. Das geht ganz schön tief runter. Ja, ich glaube, das wird der Nathan wahrscheinlich nicht schaffen. Aber gehen wir mal hier lang. Also Nathan, nun sei bitte ehrlich. Oh, zieht ein Sturm auf. Verglichen mit deinen anderen. Das schaut schon verdammt gut aus. Obwohl es jetzt nur die normale PS4-Fassung ist. Ich möchte nicht wissen, wie es auf 4K aussieht oder auf nativen 4K. Auf der PS Pro. Aber bis das bei mir auf den Kanal kommt, müsst ihr euch noch einige Zeit gedulden. Ich habe mir auch nicht vor, dass ich mir jetzt eine PS4 Pro hole, weil mir reicht es eigentlich. Und man braucht ja dann nicht nur die PS4 Pro, man braucht ja auch einen 4K-Bildschirm und. So, aha, das ist ja, genau, da wollten wir ganz zum Anfang hoch. Heiß mich bitte, bitte, bitte! Hat gehalten. Ist nicht gerissen. Schön. Okay, komm runter. So, genau hier runter. Jep. Jep. Ah, das ist jetzt eh der Anfang wieder. Genau, dann müsste eigentlich da hinten der Ausgang sein. So, hier, irgendwo da hinten, irgendwo hier müssten wir, glaube ich, lang. Oder? Das war doch, glaube ich, hier hinten irgendwo, oder? Bruder hat den Weg schon gefunden. Das Boot ist da unten. Nach ihnen, Captain. Jo, springen wir mal hier rein. Ah, jetzt ist hier ein Tor aufgegangen. Okay. Okay. Die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Danke, dass du mich nochmal darauf hinweisen tust, hätte ich auch so gewusst. Zittern buchstäblich die Hände. Ja, das geht wirklich nicht. Entweder das oder ich brauche eine Zigarette. Vielleicht etwas von beidem. So, dann schauen wir nochmal da hoch. Vielleicht geht es irgendwie eine Treppe runter oder so. Er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das, Schatzinsel. Ist aber nicht. Aber gibt es auf jeden Fall einen Kletterpunkt. Hey, komm, Sam. Oh, nein, nein, nein. Nein, du hast die Ehre. Keine Widerrede, komm. Okay. Okay, Ken. Was sehen wir hier? Schauen wir doch mal durch. Oh, ganz weit weg. Ja. Und?
Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay? Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Oh. Ja. Ist das unser Freund Rafe? Wer sonst? Los, ab zum Boot und weg da. Mann, ich würde selber rüberfahren. Kapitel 13 Schiffbruch. Ich muss von diesem Strand runter. Wahnsinn. Sam! Wahnsinn. Sam, hörst du mich? Da will man einfach nur stehen bleiben und gucken. Vielleicht bloß aufwärts. Oh, ich feiere das Game wirklich. Hammermäßig. Verdammt! Sam! Sam! Und sich da hinten lang. Wenn ich reinspringe, bin ich wahrscheinlich wieder tot. Gehen wir mal rechts weiter, wenn es irgendwie weiter geht. Hier geht's nicht hoch. Also ich springe jetzt einfach rein. Egal. Einfach probieren. Dann sehen wir schon. Spring doch da rein, Mensch. Okay, da kann ich nicht lang schwimmen. Oh, Alter. Jetzt komm, so hoch sind die Wellen jetzt auch nicht. Muss doch hier weitergehen, oder?
aber nicht so aus, als wenn wir irgendwo klettern könnten. An die Augen auf. Gott sei Dank, die Vorratskiste. Oh, verdammt. Klar. Alles weg. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht war das Sam. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für... Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, verdammt. Okay, mir geht's gut. Oder auch nicht. Oh, Scheiße. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Zur Hölle mit diesem Ort. Verdammt! Na jetzt mach doch mal. Zieh! Kann ich nicht mehr springen, oder was? Ich muss weitermachen, einfach weitermachen. Jetzt komm, geh rüber jetzt. Mei, was ist denn jetzt? Nimm mal den da. Oh, das mag er nicht so, wie ich mag. Okay, dann gehen wir hier entlang. Komm, zieh. Nein, jetzt reißt du doch mal zusammen. Ich glaube, das war gewollt, dass wir da runterfallen. Sic Parvis Magna, Sam. Komm schon, wo steckst du? Mist. So, der Regen ist jetzt vorbei. Ich musste diesen
seltsamen Berg. Boah, das Geschäft fertig, hä? Bleib, wo du bist. Ich komme zu dir. Ich kann wenigstens gescheit klettern hier. Oh, fast nicht gesehen. Alles klar. Hier hoch. Ja, geht's da weiter? Hier. Geh mal hier weiter. Okay. Schaut doch schon mal nicht schlecht aus. Weil es irgendwo gerade ein Kletterpunkt da. Nein, nein. Komm, komm. Komm, du hast doch schon anvisiert jetzt gerade. Ich muss hier rein. Okay. Na schön. Dann mal hoch. Hast du ja genau gewusst, dass es jetzt kommt? Da geht's weit. Wow. Das habe ich genau gewusst. Ich muss hier rüber. Oh, jetzt brech bloß nicht ab, Edge. Jetzt komm hoch. Okay, da ist schon wieder so ein Patrouillenschiff. Brave. Verdammt. Pass auf dich auf. So, wie es aber mit Sam weitergeht, schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann an. Haben wir ja doch schon wieder knapp 20 Minuten. Die Zeit verfliegt wie im Flug. So Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.